liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time von Shadowlore. Ja, im letzten Part haben wir Big Goron geholfen und haben ein Zertifikat erhalten dafür, dass wir eins seiner Schwerter kriegen. Allerdings hatte ich keinen Bock, noch ein paar Tage zu warten und bin direkt zu der Zeit, wo Sheik uns aufgeklärt hat, bisschen mehr über das Triforce und das Ganondorf, das Fragment der Stärke trägt, und wir das Fragment des Mutes. Bleibt halt noch das Fragment der Weisheit. Das Symbol der Weisheit, ja, trägt der siebte Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Toll. Ja. Und das bist du, Sheik. Toll. Schön. Das heißt also, alle Weisen sind vereint. Moment mal. Etwa. Kann doch nicht. Anscheinend ja. Schon. Ich bin es, Zelda. Prinzessin von Hyrule. Hat sie uns die ganze Zeit verarscht? Manometer. Hätte doch besser können, dass du es bist, Zelda. Ohne Witz. Kein Spaß daran. Ich wusste natürlich schon von Anfang an, dass Zelda Sheik ist und Sheik ist Zelda. Weil wegen... Ich kenne Brawl und ich kenne das Spiel ja auch schon so zum Teil. Also es war für mich nichts Neues. Ich hoffe, es ist nicht rausgerutscht, dass ich wusste, dass Sheik Zelda ist. Ansonsten wäre der Überraschungseffekt nämlich ganz schön doof. Ja. Aber, joa. Verzeiht, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe. Doch es war nötig, dass ich mich vor Ganondorf verstecken musste. Ja. Macht sogar irgendwie Sinn. Heute vor genau 7 Jahren suchte Ganondorf mit seiner Horde Wiederkriegerin Hyrule heim. Welchen Gerudos? Ah. Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Ja, haben wir gesehen, dass du es gesehen hast. Du hast auch die Ocarina zugeschmissen. Ach, mal wieder eine Rückblende. Ich mag Rückblenden manchmal. Manchmal aber auch nicht. Da hättest du doch beinahe in den Haufen gerannt. Blöde Kuh. Whee! Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Lagst du auch anscheinend nicht gar nicht mal so falsch mit. Immerhin, hey, ich habe 6 Waisen gerettet. 5 Waisen gerettet. Na? Ja, ja. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Ganondorf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten. Aber... Ja, hätte ich, Doofus, das Heilige Reich nicht aufgemacht, wäre es auch nicht so weit gekommen. Etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Sorry, war keine Absicht. Als das Tor zur Zeit betreten hast, bannte dich das Schwert 7 Jahre im Heiligen Reich. Passiert. Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit. Das Triforce will Ganondorfs blutige Hände. Die Unheil über das Heilige Reich brachten. Ganondorf verlor mehr und mehr seiner menschlichen Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, zum Boten des Todes. Hey, ich will auch so coole Beinamen haben! In all den Jahren gelang es mir, mich als Sheikha zu tarnen und so mein Schicksal zu entgehen. Ich wartete 7 Jahre. Warum eigentlich ausgerechnet 7 Jahre? Hätte sich genauso gut 8 sein können, zum Beispiel? Keiner Spaß am Rande. Die Jahreszeit ist eigentlich relativ wumpe. Doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Das sagst du. Die 6 Weisen werden neue Siege schaffen und Ganondorf für immer in die Tiefen der Hölle verbannen. Warum nicht einfach töten? Ich meine, das ist sicherer. Ist dies verbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Warum denn? Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm alles Böse für alle Zeit in Heil verschwinden. Halt, Moment mal, außerhalb, ihr wollt Ganondorf versiegeln und dann in Heiligen Reich verbannen? Ein bisschen kontraproduktiv, oder? Ich meine, warum in das Heilige Reich stecken, wenn... der dann doch so mächtig wird und dann auch noch das Triforce und so, ich meine nur. Lorne, um dieses Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich schützen, bis der Plan verbracht ist.
Nun die Waffe an dich, die die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Nichts. Hey, ich krieg eigentlich mal Zauberpfeile, ist ja cool. Ja, ich hätte zwar noch, ob ich Feuer- und Eispfeile haben können, aber ich hab's irgendwie vermasselt, mir die zu holen. Hätte ich gegen Gohumo Gutake geholfen, aber ist jetzt auch peng. Ist optional und egal. Hoffe ich, dass die optional sind. Okay, ich habe jetzt Pfeile mit einem riesigen Klunker vorne dran. Die Lichtpfeile! Platziere sie auf C, um sie zu verschießen. Das Licht des Guten zerstört Böses. Mann! Menno! Immer dieses Licht! Und natürlich passiert nun Folgendes. Die Zitadelle erbebt und stürzt ein oder so? Dieses Beben! Was geschieht hier? Das darf nicht sein! Doch, darf es. Passiert gerade. Setz du doch. Ich glaube, das sollte nicht sein. Hä? Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Tja. Endlich gibt es dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur den Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Na super, Gandalf ist schon wieder ausgenutzt, ey. Das Bösewicht, wie er im Buche steht. Joa, und... Okay. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Das ist jetzt ein bisschen doof, oder? Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es waren die Kräfte des Triforce-Symbols für Mut. Doch mit dem Element, das er besitzt, und den Triforce der Weisheit, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Also eigentlich das Dreieck. Mit allen drei Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Wie wirst du Zelda retten? Wagst du es, mein Schloss zu betreten? Vernichte ich auch dich. Vergiss es, Freundchen. Wir werden Zelda retten und dich kaputt machen. Wir werden dich töten, zerstören, ausrotten und hast dich gesehen. Auch wenn du eigentlich saucool bist, muss ich zugeben. Scheiße! Okay, Plan B. Neuer Plan. Zelda hinterher! Ins Schloss Hyrule! Dort sollte er sein, ne? Das war der einzige Ort, wo wir in der Zukunft noch nicht waren. Da wollen wir mal ganz schnell hin. Tja. So viele Zombies. Ich mag Zombies nicht. So, auf zu Ganondorfs schwarzen Zitadelle. Ganondorfs Schloss. Dann müssen wir doch einmal kurz hier, ja. So, aber wie kommen wir da jetzt rüber? Also irgendwie müssen wir da hin. Fragt sich nur wie. Hä? Was kommt jetzt? Lorn, hörst du mich? Hier spricht... Ja. Lorn, hörst du mich? Hier spricht Rauru. Ach, da leistet es nichts. Die 6 Weisen sammeln ihre Kraft, um eine Brücke zum Portal zu gehen, ins Schloss, Ganondorfs Schloss zu legen. Der Wachturm des Schlosses auch. Der Teufelsturm genannt. Wird auch von 6 Siegeln des Bösen blockiert. Brich die Siegel, dring in den Turm ein und rette Prinzessin Zelda. Klar, Rauru, kein Problem. Und? Hey, es leuchtet bunt, das ist ja toll. Was kommt jetzt? Interessant. Ja, nach dem Grabbel kommt eine... Eine Regenbogenbrücke. Ist ja stylisch. Cool, die Regenbogenbrücke aus der nordischen Mythologie, die von Heimdall bewacht wird. Der Weg nach Valhalla. Geil, cool. Aber da gehe ich ja später hin. Ich habe nämlich einen Tipp bekommen, auch wieder mal vom Kollegen, dass dort hinten ja, wo als kleiner Junge die Fee war, die Fee immer noch ist. Ich meine, guck doch mal hier da. Da ist ein riesiger Felsen, ein riesiger Block, den ich nur mit Hilfe des Powerhandschuhs bewegen kann. Oder auch nicht. Erstmal lesen. Mal sehen. Fragezeichen. Okay. Okay, komisch.
Vielleicht richtiges Lied spielen? Auch nicht. So, eigentlich sollte ich doch jetzt winken, oder nicht? Komisch. Echt komisch. Cool. Moment, vielleicht muss ich einen Stein draufschmeißen. Das wäre schon cool. Vor allen Dingen, dass ich nicht so bei ihr so weit werfen kann. Nee, so weit kann ich nicht schmeißen, beim Messen will nicht. Schade, ich wollte eigentlich große Feder mal besuchen, weil ich habe gehört, da gibt es die letzte Erweiterung für mich, wo ich mehr Verteidigung kriege für meine Herzen. Und das soll echt praktisch sein im nächsten Dungeon, Gendorfs Turm. Naja, was soll's? Wird den halt nicht so sein. Manno, dabei hatte ich doch schon alle Feen. Egal, wird's halt ein bisschen schwieriger, denn liebe Leute, richtig gehört, es geht nun auch zu Gendorf. Wir werden nun das Böse bekämpfen. Dieser Welt. Warum muss ich gegen das Böse bekämpfen? Manno, ich will auch mal gegen das Gute kämpfen. Ich brauche mal ein Spiel, wo ich das Böse spielen kann oder so. Ach, was soll's. Erst einmal hier Teufelsturm. Der letzte Dungeon, liebe Leute. Um natürlich wieder Zyklopen. Diese bekloppten Zyklopen. Meine Güte. Da, die Lichtpfeile. Ha, geil. So, danach dann halt... Da packen wir Ocarina nach unten. So. So. Sehr schön. Das ist der Weg wieder frei. Ich frage mich, was die Geheimnisse auf mich warten werden. Warum ist immer das Triforce-Symbol? Meine Güte. Okay. Okay, ich denke mal, das wird besagter Turm sein, der von den verschiedenen Siegelgerechten geschützt ist. Wahrscheinlich, ja. Mal sehen, wollen wir mal gucken. Aha, Moment mal, das ist ja anscheinend das Siegel des Waldtempels. Gehen wir mal rein. Easy. Also, zieh mal den Gegner hier. Na komm, greif mich schon an. Na, komm. Wollte ich noch sagen, ganz einfach. Easy going hier. Da taucht eine Truhe auf, cool. Eine kleine, wahrscheinlich ein kleiner Schlüssel. Ich meine, was brauche ich doch großartig? Wir sind hier im letzten Dungeon. Geld. Ich bekomme ernsthaft Geld. Ist klar. Okay, egal. Dins Feuerentferner, bitte. Die Fackel angemacht und das Rätsel dieses Raumes gelöst. Denk ich mal. Oder. Oh, ah, da ist noch einer. Egal, da ist nämlich noch meinen Zauber. Ist ja auch nicht schlimm. So. Okay, das geht so nicht anscheinend. Ich hoffe, mich waren die Fackel wenigstens an. Komm schon. Ja, bleiben sie. Gut, dann würde ich mal sagen, ich mach kurz mal einen Pfeil. Einen Bögen. Wahrscheinlich muss ich dann das jeweilige Item aus den verschiedensten Dungeons benutzen. So, und wollen wir mal kurz gut zielen. So. Ja. Bisschen zu hoch. Bisschen zu tief. Und ein bisschen weiter links. So. Na, noch ein bisschen weiter höher. So. Okay, die Fackel ist an. Scheiße, die Fackel geht auch mit der Zeit aus. Blöd. Dann stellt jetzt Feuerentferner eingesetzt, bevor die Dinger wieder aus... Ding da oben auch wieder ausgeht. So. Geht doch, warum nicht gleich so? Meine Güte. Warum immer so kompliziert? Mann. Echt, ey. So, wollen wir mal hier rein. Und was haben wir hier? Ja, nie ist klar. Oh nein! Hm.
Tja, ist auch sieht, das wird auch ein bisschen länger dauern, liebe Leute. Und ich einfach nur, dass ich meine geilen Dungeon-Item. So. Erledigt. So, liebe Leute, wie ich jetzt aber hier weiterkommen werde, sehen wir dann auch im nächsten Part. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!